Go. Ja, das Go war noch mit drin. Ein Schluck auf Nöp-Nöp. Ein Schluck auf Nöp-Nöp. Bei Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir nähern uns langsam dem Ende, möchte ich mal sagen. Denn wir sind in der 8. Arena. Den Level-Teil werde ich dann nach der Arena übernehmen. Aber jetzt erstmal Arena. Gut, was ich im letzten Part... Ich wollte noch gucken, genau, was das für ein Pokémon... Wisst ihr was, das schaue ich jetzt hier ganz kurz am Handy. Das ist voll unprofessionell, aber ich möchte es jetzt wissen. Oder kannst du kurz mal... Ich könnte auch nochmal gucken. Das war aus der Serie? Aus Pokémon. Und da gib einfach mal Sichlor ein und da steht ja immer dran, so bei welchen Folgen das dabei war. Und zwar eine der ersten Generationen, die es müsste eine der ersten Folgen gewesen sein, wo Sichlor dabei war. Und währenddessen kämpfe ich immer weiter. Mich interessiert einfach so. Nur, welches das andere Pokémon war, das kein Rot sehen konnte. Es war auf jeden Fall Sichlor und ich bin mir nicht mehr sicher, welches das andere war. Also seinen ersten Auftritt hatte es Duell in Dark City. Danke, Electric? das ist es. Duell Electric. In Dark City. Electek? Ja. Okay, gut, dann hatte ich doch recht. Also hier kämpft gerade auf dem Bild ein Sichlor mit einem Electek. Gut, dann war das Electek, dann hatte ich doch recht. Die Electek und Sichlor konnten damals kein Rot sehen und hatten dann so Ketchup in die Augen bekommen und haben dann ihre Arena-Leiter sozusagen angegriffen. Das war total die Brain-AFK-Folge. Ja's und K's. Genau. In das waren so Lückenfüller. City. Die 42. Episode. Boah, was habe ich denn hier noch alles an Tabs offen? Boah. So. Ich fand es ja damals extrem schrecklich, wenn Pokémon als besiegt galten, weil sie eingeschlafen sind. Ja. Oh, jetzt bin ich paralysiert. Toll. Was? Das war eigentlich total einfach. Da hättest du total einfach die Pokémon-Liga durchrocken können. Einfach Pflanzen-Pokémon mit... Dingsbum, Stachelspore und Schlafpuder und dann wären die Pokémon einfach eingeschlafen und paralysiert gewesen, die nichts mehr machen können. Aber also 1-2 Paralyse-Attacken habe ich auch immer noch dabei. Aber da ist Ash ja nicht draufgekommen. Nee. Okay. Hat er sein Smetbo weggegeben, der Vollnoob. Ich fand das sowieso in den Pokémon-Folgen immer so, oh, jetzt muss ich mein Pokémon weggeben. Und dann in den späteren Folgen, wenn sie da wilde Pokémon... Weißt du, ich habe da neulich mal die Folgen zu Schwarz und Weiß gesehen. Oder das heißt neulich, das ist schon eine ganze Ecke her. Und dieses Floink, da dieses Feuerstarter-Pokémon, haben sie da gefunden. Ja. Und es war so stark, ein Starter-Pokémon, ein wildes Floink, war so stark, das Team Rocket zu plätten. Okay. Und ich dachte mir nur so, nö. Nö. Nicht dein Ernst. Unglaublich. Also wenn man so nach den Staffeln geht und das so mit den Spielen vergleicht, müsste Pikachu ja schon vorneweg Level 360 sein. Pikachu müsste, wenn es wirklich eine Levelbeschränkung auf 100 gibt und dass es ein Pokémon-Level gibt, das wurde auch in der ersten Generation bewiesen. Und zwar noch gar nicht... zu einem späten Zeitpunkt, sondern ziemlich früh in der ersten Staffel. Da kam sie nämlich zu einem komischen Trainer, der auch dieses Sandern, vielleicht erinnerst du dich an die Folge, der dieses Sandern hatte, und das hatte diese komische Trainings Weste sozusagen. Ja. Und da hat er was vom Level gelabert. Also es gab sozusagen auch Level im Anime. Und Pikachu müsste theoretisch gesehen schon, als er in die zweite Region kam, Level 60 oder 70 gewesen sein. Aber es hat sich in der ersten Arena, glaube ich, umkloppen lassen. Ja. Und in jede neue Region, wo er kommt, Pikachu müsste spätestens ab der dritten Generation dann auf 100 sein, lässt es sich umkloppen. War das aber nicht bei der zweiten Generation so, dass man sogar über Level 100 leveln Nein. konnte bei Kristall? Level 100 ist immer Maximum. Okay. Ich meine mich da mal an irgendwas erinnern zu können, dass ich mal bis über Level 100 leveln konnte. Aber... Dann hast du vielleicht den Missing-No-Trick gemacht, weil das Missing-No, das konnte über Level 100.
sein. Ja, stimmt. Das war damals. Wenn man es dann einmal trainiert hat, dann war es wieder auf Level 100. Mhm. Nur leider Gottes, wenn man es gefangen hat, war die Edition am Arsch. Das habe ich auch sehr schmerzhaft lernen müssen. Sehr schmerzhaft. Das mit Palimpalim war eben schon ganz schön knapp, muss ich sagen. Ich wollte es gerade erwähnen, so nebenbei hier. Palimpalim ist eigentlich schon ganz schön angeschlagen. Die Arena, die schlaucht mich gerade so ein bisschen. Das ärgert mich. Mhm. Ja, normalerweise habe ich ja hier, wenn ich jetzt normalen Run machen würde, hätte ich jetzt hier schon Pokémon auf Level 70 oder sowas. Was mache ich denn? Ja, weil du dann offscreen leveln könntest. Bin ich Brain AFK? Ich wechsle ein Wasser-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon ein. Lol. Jetzt muss ich ins Pokémon-Center. Super. Ja. Nö, was ich in der letzten Folge noch ansprechen wollte, wegen Alk und weil wir meinten, ja, wenn man es nicht zu häufig macht, pipapo. Ich bin ja wirklich niemand, der sehr häufig Alkohol trinkt. Ich habe es vorhin zu dir schon gesagt. Im letzten Jahr zweimal. Einmal am Geburtstag von meinem Bruder und einmal an Silvester. Ja. Und ich kann stolz behaupten, dass ich in meinem Leben dreimal erst richtig betrunken war. Es ist bei mir oder, auch warte, nicht unbedingt nachsehen? Sehr oft. Dreimal, ja. Ist bei mir auch nicht unbedingt sehr oft, aber ich weiß jetzt nicht, wie oft. Ich weiß es noch, wie es heute war. Das war das erste Mal, war auf dem auf der Abschlussfeier, die wir Schüler damals gemacht haben. Mhm. Da habe ich mich zum ersten Mal richtig volllaufen lassen. Das zweite Mal war eine etwas traurigere Angelegenheit, da möchte ich jetzt nicht unbedingt drüber reden. Und das dritte Mal war Silvester, zwei Jahre danach, da habe ich mich daheim so richtig zulaufen lassen. Aber sonst war ich noch nie so richtig... Ah, Schwarzgut Jacqueline setzt hier einen Sichler ein. Schwarzgut Jacqueline? Ja, der heißt Jacqueline. Du kannst ja auch die Namen randomisieren, das ist richtig gut. Kommt dann Göre Boris oder sowas? Ja, Göre Boris oder Trainer Pi. Oh Mann. Die wievielte Nachkommastelle von Pi ist eine 9? Weiß ich nicht. Das weiß man doch. Ich glaube, die 100. Nachkommastelle von Pi ist eine 9. Okay. Was Pete uns nicht alles beibringt. Ich weiß nur, dass Chuck Norris die letzte Ziffer von Pi kennt. Die letzte Nachkommastelle von Pi. Schwarzgut Jacqueline. Schwarzgut Jacqueline. Weißt du, was für dich fehlt der Hopper wäre? Fehlt jetzt nur so ein sächsischer Akzent. Was für, denn? Für dich wäre Tohomon in Other World der Horror. Weil du einfach keine Ahnung hast, was diese... Bonika heißen die da, der heißt ja nicht Pokémon, sondern Bonika. Was diese Bonika für Typen sind. Ich habe mir daneben bei immer so ein Wiki aufmachen müssen, damit ich nachgucken konnte, scheiße, was bist du denn jetzt hier? Das ist total schrecklich und die haben total schreckliche Typenkombinationen. Oh, Mumfrey auch mal ist paralysiert. Ja, mal wieder. Da kann es auch passieren, dass du auf einmal so ein Wasser-Feuer-Pokémon hast. Baumwollsalat habe ich gerade gelesen. Baumwollsalat. Lecker Baumwollsalat. Den habe ich am liebsten. Tasty. Sternschauer ist immer noch die Attacke, auf die man sich immer verlassen kann. Wie würde das Baby aus dir sagen, das ist die Pfanne fürs Leben. Ja. Nicht die Mama. Oh, das kennt auch keine mehr. Das ist so traurig einfach nur. Ja. Die Serie wurde damals eingestellt, weil sie zu sozialkritisch war. Am Ende vor allem. Ich habe die letzte Folge... zum ersten Mal letztes Jahr auf YouTube gesehen. Weil ich sie damals vor zwei oder vor drei Jahren gesehen. Ich finde es aber einfach traurig, dass solche Serien aus dem Programm genommen werden. Ja. Ich habe da mal neulich ein gutes Bild gesehen. Cartoon Network. Damals und heute. Auf welcher Seite man steht. Ganz klar, damals. Die Serien waren vielleicht ein bisschen verstörter, aber immer noch witziger als der Scheiß, der da heute läuft. Bei Nickelodeon ja auch. Mhm. Wenn ich so an die Serien von früher denke, ich hab furchtbar gerne die Rugrats geguckt. Mhm. Als ich noch klein war. Erinnerst du dich vielleicht an diese Kurzfilmchen immer von Doodles? Ja. Der kleine Knöpser, der die ganze Zeit Scheiße gebaut hat. Da habe ich neulich auf YouTube einfach mal so geguckt und habe alle Folgen gefunden.
Okay. Ich war so glücklich. Nein, Nickelodeon war damals um einiges besser. Auf jeden Fall. Einiges. Schau doch heute mal nur das Nachmittagsprogramm an, was da für Scheiße kommt. Also das ist nicht mehr zum Aushalten. Das ist eins der besten Sachen, ehrlich gesagt, immer noch SpongeBob. Mhm. SpongeBob, die Pinguine aus Madagaskar kann man sich angucken. Okay, ja, und die Kakerlaken. Auch. Gott sei Dank hast du das ja, mit das reingenommen. Das ist ja sowieso Kult. Okay, das und die Kakerlaken, das lief damals auf Super, also, da war ich noch so ein kleiner Pimpfen. Das habe ich damals im Krankenhaus abends mal angeguckt. Och. Ich finde es aber auch irgendwie cool, dass jetzt auf Comedy Central wieder Seinfeld läuft. Ich habe das früher immer schon so gerne geguckt. Ich weiß auch nicht. Früher nicht, aber jetzt finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Frasier fand ich auch immer relativ cool. Ja, ja. Frasier war auch immer cool. Allgemein, Comedy Central Abend, Family Guy, South Park, wobei ich ehrlich gesagt ein Verfechter der alten South Park-Folgen bin. Ah, es gibt die, schon gute neue Folgen, ja, aber viele, kennst du die Folge, wo Stan alles scheiße findet? Und ja. Die Doppelfolge, die mag ich überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, die machen gefällt mir nicht. Machen sie ja momentan Werbung für den Roast of Justin Bieber. Da dachte ich mir auch so, Comedy Central, why do you do this? Ja. Why? Warum Comedy Central? Warum muss man so jemandem eine Bühne bieten? Der hat es eigentlich gar nicht verdient. Ja, jetzt werden wir aber diese ganzen Justin Bieber-Fan-Kids hier erzürnen. Aber ich mag ihn einfach nicht. Mir gefällt seine Musik nicht. Nee, ich mag seine Musik auch nicht. Ich bin jetzt keiner, der da auf den Zug ausspringt, jemanden zu kritisieren, nur weil es alle anderen machen. Ich mag einfach seine Musik nicht. Nee, ich mag seine Musik, wie gesagt, auch nicht. Das ist mir halt, ist egal, das was ist er einfach tut. Nicht mein Stil. Es ist einfach nicht mein Stil. Mir ist egal, was er tut. Mir ist egal, wie er sich aufführt. Mir sind die Fans egal. Mir gefällt seine Musik einfach nicht. Und wenn mir die Musik nicht gefällt, dann finde ich den nicht gut. Richtig. Ich wusste bis vor ein paar Monaten noch nicht mehr, dass er Kanadier ist. Bis vor einem Jahr oder so wusste ich noch nicht mehr, dass es Kanadier ist. Ich interessiere mich dann für die Leute einfach nicht und mache mir da auch nicht schlau, wo die herkommen, was die so gemacht haben früher im Leben. Ja. Ich bin ja auch ein sehr, sehr starker Verfechter der Musik, die zu meiner Kindheit so aktuell war und vor meiner Kindheit auch so, wo meine Eltern noch in dem früheren Alter waren, so 20, 30. Das war Musik. Das war auch noch Musik. Die kann man sich auch noch heute anhören. Das auf jeden Fall. Ich höre sau gerne 90er. Mhm. Ich finde es auch richtig geil. Antenne Bayern, die übertragen ja sehr häufig sehr alte Lieder und das höre ich so gern. Mhm. Sehr, sehr gern. Schon wieder eine Görisch, ein Kampfkurz Schwackeline hier. Jacqueline. Weißt du, was mir so ein bisschen auf den Keks geht? Ich habe ja gerade gesagt, Beispiel Justin Bieber. Ich mag ihn nicht, aber ich bin keiner, der ist auf den Zug, ich muss ihn verarschen oder sowas, weil alle anderen das machen. Ich bin da keiner, der springt auf den Zug auf. Ich finde es allgemein schlimm, dass heute überall auf YouTube in Let's Plays vor allem auf diese Züge aufgesprungen werden. Zum Beispiel RTL. Jeder verarscht RTL. Es gab eine Zeit, da war RTL gut. Ja, RTL ist heute scheiße, aber ich muss das nicht in jedem Video erwähnen. Nee, muss man nicht. Oder was weiß ich, was die da... keine Ahnung, mir fällt das da nicht groß ein. Oder der eben, dass ich in jedem Part irgendeinen Sänger verarsche, den ich nicht mag oder sowas. Also manche übertreiben es dann. Da merkt man auch wirklich, wo der Humor liegt und auf welcher Schwelle der ist, wenn man sich an solchen massentauglichen Witzen ergötzen muss. Ja, auch genauso, wenn man sich mal so von YouTube-Videos die Namen der Videos anguckt, die da wirklich immer solche Sachen, die ich verfolge ja ziemlich viel auf Twitter, und da heißt dann jedes vierte Video auf einmal irgendwas mit Hashtag YouTube-Beef, Hashtag Beef, Hashtag WhatsApp, Hashtag. Oh, hör mir mit Hashtag auf, Hashtag, das ist das schlimmste Wort, das ich je gehört habe. Ich frage mich, wer sowas erfunden hat. Ich meine, ich benutze es auch ab und zu mal, aber ich sag dieses das Wort ist dann niemals. Meistens nur aus Spaß. Das gleiche mit YOLO damals. Ich kann dieses Wort heute noch nicht ab. Mir gefällt dieser ganze Jugendtrend nicht. Bei uns war das damals noch cool, sozusagen geil zu sagen oder cool. Ja. Ich habe sogar ein Wort aus meiner Jugend noch drin, das kriege ich nicht mehr raus und das ist Alter. Das kriege ich auch nicht mehr raus. Also... Es wird niemals passieren, dass ich in einem Video nicht das Wort Alter sage. Ich bin ja wirklich jemand, der sehr, sehr gern auf heutige Jugend, unsere Jugend anspricht.
Und ja, ich muss sagen, einiges, was sich heute geleistet werden darf, durften wir uns damals nicht leisten. Bestes Beispiel, was ich heute Morgen zu meinem Bruder gesagt habe, zu meinem Vater. Weil heute Morgen kam, ja, es sind wieder Osterferien, da meinte ich so, ja, super, dann werden die Kiddies hier draußen wieder rumschreien den ganzen Tag, jeden Tag, Sonntag und so weiter. Und da habe ich gemeint, bei uns war das so, das hat auch meine Mutter mal zu mir gesagt. Bei uns war es so, wenn wir draußen geschrien haben und laut waren, dann hat sich das einfach so angehört, wie wenn Kinder spielen. Ja. Wenn die Kinder heute schreien, klingt das so, als würden die sich gegenseitig als verprügeln. Als würden sich gegenseitig eine Eisenstange um den Kopf schlagen. Ja. Also weiß ich wirklich nicht, hat sich da jetzt irgendein Mädel oder ein Bub draußen einen Kopf aufgeschlagen oder rennen die einfach nur rum und schreien? Und was bei uns damals gang und gäbe war, Sonntag hat man nicht bei anderen geklingelt. Da hat man das die Leute in Ruhe nicht gelassen. Und das sowieso nicht. Wenn man da was jemanden besucht hat, hat man vorher angerufen. Erstens das. Und zweitens hat es immer gießen, wenn ihr was miteinander machen wollt, dann müssen sie von selber rauskommen, ansonsten Pech. Ja. Sonntag war Ruhetag. Richtig. Da haben sich damals auch noch viele Leute dran gehalten. Und heute interessiert es keine Sau mehr. Sonntag wird Holz gemacht draußen. Da hört man die Kreissägen draußen und die Kinder brüllen wie am Spieß und keiner interessiert sich mehr für den anderen. Da haben wir immer gesagt bekommen sonntags, wenn ihr laut sein wollt, dann geht auf den Spielplatz, weil auf dem Spielplatz, ein Spielplatz ist dafür da, dass Kinder da laut sein dürfen. So gut, wir haben jetzt die ganzen Trainer hier in der Arena besiegt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Pokémon Center und widmen uns dann Giovanni. Giovanni. Wobei ich ein bisschen Angst vor ihm habe. Buonasera, signora, prego. Ich habe so ein kleines bisschen Angst vor ihm. Da kommt der Italiener in mir wieder durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Angst vor ihm und ich werde jetzt auch noch ganz zur Sicherheit, auch wenn es einigen wieder nicht passen wird, die zwei anderen legendären Pokémon anstelle von Toasty und Rührei mitnehmen. Denn ehrlich, ich habe Angst vor Giovanni. Ich weiß, dass er damals ein ekelhaftes Wuin genau hatte. Nimm doch Nöp-Nöp mit. Halt die Fresse. Ist so blöd, ey. Ich weiß. Du bist auch noch mit. Nur zur Sicherheit, die kommen danach wieder raus. Nur den Arena-Leiter traue ich mir nicht zu, ich habe viel zu schwache Pokémon. Gut, ich setze auch ganz bewusst Regieis an erste Stelle. Was kann Regieis denn eigentlich so? Eis am Stiel! Boah, das geht eigentlich, ne? Kraftkoloss ist eine gute Attacke. Soweit ich weiß. Ich bin ein Kampfkoloss! So, aber Giovanni gibt's dann im nächsten Part. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich geh nochmal hier rein. Wir laufen schon mal zu Giovanni. Was passiert mir auch? Die Arena sitzt aber auch blöd an der Stelle. Ja. Ja, wir gehen jetzt da rein zu Giovanni und dann sehen wir uns dann hier im nächsten Part wieder. Und das war jetzt auch blöd. Scheiße! Verflitzt! So, hier können wir durch. Und dann sind wir endlich da. Da ist er. Ich warte ja eigentlich nur drauf, dass ein Trainer Ingo heißt und einen gezwirbelten Bart hat, aber... Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.